wir feiern dieses Jahr die 130-Jahr-Feier von General Electric in Deutschland. Vor 130 Jahren haben wir Thomas Edison als General Electric die Glühbirne und die Lizenz der Glühbirne an AEG damals verkauft. So, wir sind sehr lange hier und wir werden auch hier bleiben. Thank you for being here, our guest at Handelsblatt Deutschland Dinner in Berlin. I think our goal, our aspiration has to be that someday we can be meaningful in Germany. Because I think what's happened to us over time is we give up too easily in a country like this. So we've got a great research center now in Munich. We've got, I'd say, good customer coverage, good innovation base. We'll continue to grow. And as a company, we believe in the science of climate change. We've had clean energy initiatives for almost a decade now. Mm-hmm. We're the world's biggest manufacturer of wind turbines. We're big on energy efficiency, a whole series of things. Und das, was an der Energiewende auf uns zukommen wird, wird das Thema sein, das Managen von Daten. Wir verfügen in Deutschland über eine einzigartige installierte Leistung. Über 200 Gigawatt haben wir installiert. Wir müssen nun lernen, diese Assets besser zu managen. Dafür braucht man viel Daten und dafür sind wir der Meinung, braucht man eine Plattform. And we did this, we launched last December, we launched an initiative in the company called the Industrial Internet. Das Industrial Internet beschreibt eigentlich nichts anderes als die Industrialisierung des Internets. Das ist quasi der Einzug des Internets in die Industrie, in die Produktionsprozesse, in allen Industriesektoren. Und das ist die Automobilindustrie, das ist die Bankenindustrie, das ist aber auch der Gesundheitssektor und die medizinische Versorgung. Ganz konkret für den Gesundheitssektor bedeutet das, wie kann ein Patient mit einem gewissen Krankheitsbild besser und schneller behandelt werden. Und in Zukunft wird es so sein, dass Sie als Arzt Zugriff auf riesige Datenbanken haben, auf Daten, wo Sie eben vergleichbare Patienten abrufen können und dann quasi ganz gezielt, minimalinvasiv, sehr, sehr schnell die richtige Therapie einleiten können. Und ja, das ist, finde ich, ein ganz konkretes Beispiel, wie man das Industrial Internet nutzen kann, um, sage ich mal, den Patienten schonender zu behandeln, Kosten zu sparen und auch effizienter zu behandeln. We're a constant learning company. You know, we never think we're necessarily the best at the things we do. We need to be pressing hard our competitiveness here right now. And that's what we're going to do.